Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Webinar der WIRT Elektronik ISOS. Mein Name ist Markus Eberle und ich moderiere das heutige Webinar. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Morgen so viele interessierte Teilnehmer haben. Unser heutiges Webinarthema ist Parameter der Gleichtaktdrossel erklärt. Ihr Referent ist Steffen Schulze, der als Field Application Engineer bei der WIRT Elektronik ISOS tätig ist. Er wird das heutige Webinar halten und im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Bevor wir jedoch mit unserer Präsentation starten, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie während des Webinars stummgeschaltet sind. Das heißt, Sie können uns während des Webinars mündlich keine Fragen stellen. Sie haben aber dennoch die Option, schriftlich uns die Fragen zu stellen. Das können Sie mithilfe der Chat-Funktion machen. Das heutige Webinar wird etwa 30 Minuten lang sein. Die im Chat gestellten Fragen werden dann im Anschluss an die Präsentation in einer Frage- und Antwortrunde beantwortet. Hierfür haben wir zusätzlich nochmal 10 bis 15 Minuten eingeplant. Und falls wir es in dieser Zeit nicht schaffen sollten, alle Ihre Fragen zu beantworten, werden wir diese im Nachgang per E-Mail beantworten. Nach Beendigung des Webinars werden Sie noch zur Teilnahme an einer Feedback-Umfrage aufgefordert. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, uns zu unterstützen bei unseren Webinaren. Den Link zur Aufzeichnung sowie zur Präsentation des heutigen Webinars werden Sie im Anschluss noch in einer E-Mail von uns erhalten. Ja, nun übergebe ich aber an unseren Referenten Steffen und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank für die Einführung, Markus. Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Genau, es soll also heute um das Thema Gleichtaktdrosseln gehen und welche Parameter für diese Gleichtaktdrosseln wichtig sind, wie man sie bestimmt, ja, und was so die Zusammenhänge sind zwischen verschiedenen Größen. Bevor ich aber zu den eigentlichen Parametern einer Gleichtaktdrossel komme, werde ich zum Beginn ein paar Sachen zu Kernmaterialien Ihnen erzählen und auch Kernbauformen, die es so typischerweise bei den Drosselserien gibt. Schauen wir uns zuerst mal nochmal die Kernmaterialien an, die so typischerweise verwendet werden. Und da als erstes mal die Hysterese. Hier mal als Beispiel drei Hystereseverläufe, drei verschiedener Ferritmaterialien. Wobei das letzte Material, was hier mit NC bezeichnet ist, kein wirkliches Ferritmaterial ist, sondern das ist also nanokristallines Material, was eigentlich ein reines Eisen in einer bestimmten Kristallisationsform darstellt. Aber die Abkürzungen Nickelzink und Manganzink, also in grün und in rot dargestellt, das sind typische Vertreter von eisenbasierten Ferritmaterialien mit eben Zusatz Metalloxiden, unter anderem Zinkoxid, Nickel oder Manganoxid, um damit zum Beispiel die Permeabilität einzustellen. Und anhand der Hysteresekurve kann man schon sehen, wie verhält sich so ungefähr im Vergleich die Permeabilität dieser einzelnen Materialien, denn die Permeabilität ist immer proportional zum Anstieg der Tangente an jedem Punkt der Hysterese. Also hier zum Beispiel bei den Nanokristallinen besonders stark, diesem Übergangsbereich. Die Hysteresekurve verläuft hier sehr steil, das deutet auf eine sehr hohe Permeabilität hin. Wenn das Kernmaterial, worauf ich dann die Wicklung anbringe, schon eine hohe Permeabilität hat, dann brauche ich also weniger Windungen, um eine Induktivität zu erzeugen, die dann entsprechend das Störsignal bedämpft. Was sind so typische Wertebereiche für Bauteile von der WIRT-Elektronik? Wir bewegen uns also hier bei den Nickel-Zink-Mischungen im Bereich zwischen 400 und 800 als relativer Faktor, also Erhöhung der Permeabilität. Und bei Mangan-Zink geht es dann etwas höher, also bis zu maximal 10.000. Und die höchsten Permeabilitätswerte erreicht man dann mit dem nanokristallinen Material. Das geht also bei uns bis 95.000. Prinzipiell ist da die Grenze noch nicht erreicht. Also man kann das auch, es gibt also auch Materialmischungen, die dann bis zu 200.000 oder drüber 250.000 gehen. Aber das ist eher für spezielle Anwendungen gedacht. Dann gibt es aber auch Serien, wo man dann also mehrere Materialien verbindet, miteinander kombiniert. Das ist bei uns zum Beispiel die EXB-Serie. Da sind zwar zwei Kerne, die sind beide gelb lackiert. Man kann also nicht von äußerlich unterscheiden, was für ein Material jetzt da drin steckt.
Aber es ist auf jeden Fall ein Kern aus Nickelzink und ein Kern aus Manganzink und das Ganze dann ja als Sandwich zusammen mit der Wicklung dann umschlossen. Damit kann ich also eine größere Bandbreite der Entstörung dann auch realisieren, weil auch diese verschiedenen Ferritmischungen in unterschiedlichen Frequenzbereichen sehr gut wirken. Das nanokristalline Material ist eher für die tiefen Frequenzbereiche, also im Bereich von 10 bis einige 100 Kilohertz gedacht. Dann schließt sich Manganzink an, also bis ungefähr 20 Megahertz wirkt das sehr gut. Und Nickelzink geht dann also weit in die hunderte Megahertz hinein, wo ich entsprechend dann entstören kann damit. Dann schauen wir uns als nächstes verschiedene Kernbauformen an, die man so typischerweise findet. Als erstes mal für Netzspannungsdrosseln. Da ist also typisch dann der vertikal orientierte Ringkern. Das ist die häufigste Bauform in der offenen Bauweise. Oder das Ganze dann mit einem Kunststoffkörper umschlossen, einer Kunststoffkappe, um ja nochmal die Luft- und Kühlstrecken zu erhöhen, beziehungsweise auch eine elektrische Sicherheit zu gewährleisten als Berührungsschutz. Wenn ich den Kern hinlege, dann mache ich also die horizontale Bauweise für den Ringkern. Das Ganze kann auch in so einem kleinen Kunststoffgehäuse eingepackt sein. Hier brauche ich natürlich mehr Grundfläche, dafür aber nicht so viel Bauhöhe. Und diese Bauform hat also auch den Vorteil, dass die parallele Kapazität, die ich eigentlich nicht haben möchte, die aber immer vorhanden ist, also zwischen Eingang und Ausgang der Drossel, hier deutlich kleiner ist als bei dieser vertikalen Bauweise. Und damit also auch dieser Eigenresonanzpunkt im Impedanzverlauf dann bei höheren Frequenzen sich befindet. Dann haben wir hier in der Mitte den sogenannten Rahmenkern. Das kann also einfacher, ja, so wie hier dargestellt, also praktisch ein einfacher Rahmen mit quadratischem oder rechteckförmigem Querschnitt sein, auf dem die Wicklung angebracht ist. Oder hier noch mit Mittelsteg, wo dann die beiden Wicklungen nebeneinander sitzen, auf diesem Mittelsteg. Wenn ich diesen Rahmenkern dann vertikal orientiere, dann haben wir diese Bauform. Auch hier sitzen die beiden Wicklungen auf einem Schenkel des Kerns. Oder wie hier in einer noch etwas größeren Bauform, da sind die Wicklungen dann wieder auf dem Mittelsteg angebracht. Es gibt keinen Luftspalt in dem Kern, also bei allen Bauformen. Das heißt, der ist komplett geschlossen. Bei den Kleinspannungsdrosseln oder Datenleitungsdrosseln gibt es auch nochmal unterschiedliche Bauformen. Hier haben wir links wieder den liegenden Ringkern, der dann meistens in ein Kunststoffgehäuse eingepackt wird. Dann den Trommelkern in der geschirmten Bauweise. Den typischen H-Kern mit der Ferrit-Deckplatte oben drauf geklebt. Lässt sich auch sehr, sehr gut automatisiert bewickeln. Aber eben nur bifilar. Dazu kommen wir später noch, was das bedeutet. Dann haben wir den Blockkern und noch für die ganz hohen Frequenzbereiche dann in einem Keramiksubstrat integrierte Wicklungen bzw. Induktivitäten. Kommen wir nun zu den eigentlichen Parametern. Hier sehen Sie eine Übersicht der wichtigsten Parameter von Gleichstartdrosseln, die wir jetzt in folgenden der Reihe nach durchgehen. Als erstes die Hauptinduktivität zu nennen. Hier am Beispiel einer Hochvolt-Drossel. Das ist also praktisch eine Mangan-Zink-Kerndrossel mit zwei Wicklungen und nochmal zusätzlich in einem Kunststoffgehäuse eingepackt für eine höhere Nennspannung. Aber interessieren uns soll das jetzt erstmal die Induktivität, die Hauptinduktivität mit dem Symbol L. Im Datenblatt finden Sie dann immer die Angabe, wie viel Millihenry oder Mikrohenry dieses Bauteil hat. Und die Zahl hier vorne zum Beispiel sagt Ihnen, wie viele Wicklungen das Bauteil hat. Also das heißt, wir haben hier zwei Wicklungen, A 2,5 Millihenry. Natürlich eine Toleranz gibt es auch. Dies wird also mit angeben mit hier in diesem Fall plus minus 30%. Und das Ganze wird gemessen bei einer bestimmten Testfrequenz, in diesem Fall 10 kHz, und einer Aussteueramplitude von 100 Mikroampere. Hier sieht man nochmal, wie das schematisch dann gemessen wird. Ein Beispiel einer Einphasendrossel, also mit zwei Wicklungen. Also jede einzelne Wicklung für sich wird mit einer LCR-Messbrücke dort angeschlossen und dann vermessen. Und dann müssen also beide Wicklungen die gleiche Induktivität im Rahmen der Toleranz aufweisen. Die jeweils nicht beschaltete Wicklung bleibt offen. Ansonsten hätte ich einen Rückkopplungseffekt, also praktisch
Also dann würde es so ähnlich wirken wie ein Transformator. Und dann würde ich nicht die Induktivität messen, sondern noch die Koppelinduktivität auch noch mit. Hier sieht man dann mal am Beispiel die Messbrücke mit den angeschlossenen Klemmen. Ja, und hier mal eine Wicklung dieses Bauteils beschaltet. Zur Hauptinduktivität gehört auch der Parameter der Streuinduktivität, also ist davon abhängig bzw. abgeleitet auch von der Bauform. Jetzt in diesem Fall hier für dieses Beispiel, was ich gewählt habe, gibt es im Datenblatt keine Angabe zur Streuinduktivität, aber ich zeige Ihnen später noch, wie Sie das aus der Impedanzkurve ganz einfach ermitteln können. Prinzipiell wird die Streuinduktivität gemessen, indem ich beide Wicklungen einseitig kurzschließe und dann in die beiden offenen Anschlüsse oder an den beiden offenen Anschlüssen wieder eine LCR-Messbrücke anschließe, bestimmte Testfrequenz einstelle und Aussteueramplitude und dann kann ich also hier die Streuinduktivität ermitteln, weil die Hauptinduktivität dann kompensiert wird durch diese Anordnung, durch diese Verschaltung und ich messe dann nur den Restfluss, magnetischen Fluss, der aufgrund der Bauweise des Bauteils dann gebildet wird. Was ich hier noch aufgeführt habe, ist der Koppelfaktor, der also mit der Koppelinduktivität zusammenhängt. Das heißt, wie eng sind die beiden Wicklungen magnetisch gekoppelt mit den beiden einzelnen Induktivitäten L1 und L2. Ja, der Koppelfaktor liegt immer zwischen 0 und 1, erreicht aber die 1, also die 100% optimale Kopplung nie, sondern ja, befindet sich so zwischen 95 und 98, 99%, was man an Kopplungen erreichen kann. Prinzipiell gilt, das sehen wir auch hier, je höher der Koppelfaktor ist, also je näher an 1, umso kleiner ist die Streuinduktivität. Auch hier wieder ein Beispiel, wie das Ganze gemessen wird. Jetzt hier praktisch die Eingangsanschlüsse, wo die Klemmen dran sind und auf der Rückseite sieht man hier die Kurzschlussbrücke. Ja, ich hatte gesagt, die Streuinduktivität ist abhängig von der Bauweise oder von der Anordnung der Wicklung auf dem Kern. Und da gibt es prinzipiell zwei verschiedene Wicklungsarten. Das eine ist die sektionelle Wicklung, die man auf der linken Seite sieht. Hier sind also die Wicklungen räumlich getrennt auf dem Kern angeordnet. Das hat den Vorteil, dass ich also ja, nicht so eine starke Lackdrahtisolation brauche. Das heißt, durch den Abstand habe ich schon eine entsprechende Spannungsfestigkeit zwischen den Wicklungen erreicht. Kann das dann durch den Mittelsteg, der bei den Bauteilen auch immer noch mit eingefügt ist, also dieser Trennsteg in der Mitte bei Ringkern, sorgt dafür, dass also nochmal zusätzlich die Luft- und Kriegsstrecken erhöht werden. Aber von vornherein hat man schon diesen größeren Abstand und damit also typischerweise eine höhere Nennspannung. Aber die Kopplung ist nicht optimal. Je weiter die Wicklungen voneinander entfernt sind, umso größer ist die Streuinduktivität. Und das kann sich so im Bereich von typischerweise 0,5 bis 5% maximal bewegen. Werden die Wicklungen immer schön beieinander geführt, also die Drähte immer schön parallel geführt, dann spricht man von der multifilaren Wicklung oder im Fall von zwei Wicklungen von der bifilaren Wicklung. Und hier ist die Kopplung wesentlich besser zwischen den Wicklungen und damit die Streuinduktivität auch wesentlich kleiner. Das kann man auch ganz gut hier in dieser Simulation in ENSYS sehen. Links die sektionelle Anordnung mit dem doch recht großen Streufeld hier in grüner Farbe dort markiert, während rechts bei der bifilaren Anordnung das Streufeld sich nur in unmittelbarer Umgebung der Drähte ausbildet und etwas weiter entfernt davon schon sehr, sehr klein ist. Hier habe ich mal verschiedene Serien oder verschiedene Bauteile mal vermessen, beziehungsweise auch die Streuinduktivität aus der Impedanzkurve berechnet. Hier steht schon mal die Formel, die man dafür verwendet. Ich habe nachher nochmal ein Beispiel dazu. Und das sind verschiedene Netzdrosselserien hier. Die unteren vier, die obere ist eine Niederspannungs- oder Kleinspannungsdrossel in bifilare Bauweise. Da sieht man schon, dass er hat also 0,11% Streuinduktivität und die Netzdrosseln gehen also hier in die 1%, beziehungsweise hier bei der CMB ein 0,5%, beziehungsweise bei der FC mit dem Rahmenkern. Also FC steht bei uns für Frame Core, also Rahmenkern.
da kommen wir in die 1,5% Steueraktivität. Der nächste Parameter ist der Bindungswiderstand. Das ist relativ einfach zu messen. Auch hier gibt man dann an, wie viele Bindungen man hat und ja, was ist dann der maximale Bindungswiderstand in Ohm oder Milliohm ausgedrückt und bei welcher Umgebungstemperatur wurde das Ganze gemessen. Ja, der dazugehörige Aufbau mit dem Milliohmmeter zu sehen, was eine sehr präzise Vierdrahtmessung dann realisiert. Weil ich mich hier meistens im Milliohm-Bereich mich bewege. Ja, und angegeben wurde man der Maximalwert im Datenblatt. Dann haben wir den Nennstrom als nächstes. Der Nennstrom ist immer bezogen auf eine bestimmte Eigenerwärmung des Bauteils. Das findet man dann hier unter den Testbedingungen. Also das sind bei Netzhausserien dann meistens diese 55 Kelvin. Bei einer maximalen Bauteiltemperatur von 125 Grad. Und wie liest man das Ganze? Wenn ich jetzt einen Gleichstrom von 10,3 Ampere durch die beiden in Reihe geschalteten Mittlungen schicke, dann erwärmt sich das Bauteil maximal um diese 55 Kelvin gegenüber der Umgebung. Also es ist ein Gleichstrom, der hier dahinter steckt, als Messgröße, als Messstrom. So sieht das dann aus. Also hier sieht man nochmal schematisch, dass die beiden Mittlungen in Reihe geschaltet sind, so wie auch bei der Steueraktivitätsmessung. Das Ganze kommt in eine Holzkiste und die wird dann geschlossen. Und hier sieht man die Generatoranschlüsse für das Bauteil. Und oben hat man hier eine Infrarotkamera, die das ganze Bauteil dann ja, sozusagen beobachtet, während es sich erwärmt. Da wird also schrittweise der Strom erhöht und gewartet, bis sich thermisches Gleichgewicht einstellt, ja, bis hin zur maximalen Bauteiltemperatur von 125 Grad. Und dann hat man sozusagen eine ja, über der Zeit oder über dem Strom aufgetragene Erwärmungskurve. Hier ein Detailbild einer möglichen Anordnung eines kleinen Ringkernes. Ja, und mit dem Nennstrom zusammenhängt natürlich das D-Rating. Das heißt, oberhalb einer Grenzumgebungstemperatur muss ich den Strom reduzieren, damit das Bauteil nicht überhitzt. Und das ist bei den Netzdrossel-Serien, meistens sind das diese 70 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Und bei einer maximalen Bauteiltemperatur von 125 Grad ergibt sich dann eben diese Differenz, ja, also 125 minus 70, das sind diese 55 Kelvin Eigenerwärmung. Und das D-Rating sollte also nicht linear erfolgen, sondern nach dieser Wurzelabhängigkeit, die hier dargestellt ist. Das erlaubt ein etwas mehr Puffer, etwas mehr Spielraum in der Reduktion des Nennstroms. Bei anderen Serien, wie hier bei diesen Datenleitungs- und kleinen Spannungsdrosseln, da findet man unterschiedliche Definitionen. Also allen gemeinsam ist eigentlich die maximale Bauteiltemperatur von 125 Grad Celsius. Aber es gibt unterschiedliche Definitionen für den Nennstrom. Also man findet dort 20 Kelvin, 40 Kelvin, aber auch mal 45 Kelvin für eine spezielle Serie. Das heißt, diese Grenztemperatur ist dann auch davon abhängig und auch entsprechend unterschiedlich. Und so sieht das dann aus, grafisch. Ja, also bis zu einer bestimmten Grenztemperatur verlaufen alle Kurven hier bei 100% des Nennstromwertes. Theoretisch könnte man natürlich sich die Kurven hier fortgesetzt denken nach unten und die würden also bei, ja, also hier bei dem 1,5-fachen ungefähr rauskommen. Aber wir sind also konservativ und geben sozusagen dann keine Erhöhung oder mögliche Erhöhung des Nennstromes unterhalb der Grenztemperatur an. Das liegt also dann im Ermessen des Entwicklers, das zu testen, wenn die Umgebungstemperatur unter 75 Grad oder unter 60 Grad zum Beispiel liegen würde. In der Applikation, dann kann man natürlich auch testen und versuchen, auch mehr Strom drüber zu schicken, ohne dass das Bauteil überhitzt. Ja, aber bei den 125 Grad oder bei den 105 in diesem Beispiel hier, da ist dann auch wirklich Schluss. Also wir geben auch keinen Reststrom an bei unseren Bauteilen, den das Bauteil dann noch aushalten würde. Es ist dann nicht sofort kaputt, aber über die Dauer der Einwirkung des Stromes kann sich also hier schon dann der Draht verändern oder die Lackisolation des Drahtes verändern.
Und viele Bauteile haben ja auch Kunststoff noch unten als Grundplatte. Auch da darf die Temperatur nicht zu hoch werden, sonst würde sich dann der Kleber, der den ganzen Kern festhält, vielleicht verändern oder die Kunststoffplatte würde schmelzen. Oder bei den kleinen Drosseln könnte auch die gesamte Hülle, in die der Kern eingebettet ist, dann sich ja, thermisch verändern. Der nächste Parameter ist die Nennspannung. Natürlich wichtig, wo kann ich, ja, in welchem Spannungssystem kann ich dieses Bauteil einsetzen? Welche maximale Spannung verträgt es zwischen den beiden Wicklungen im Falle einer Einphasendrossel? Das Ganze ist also bei einer Frequenz von 50 Hertz wurde das gemessen und ist dann meist, also zumindest bei den Netzdrosselserien, immer als Effektivwert der Wechselspannung angegeben. Also in diesem Fall zum Beispiel 760 Volt effektiv. Die Nennspannung ist natürlich abhängig von den, ja, von der Arbeitsspannung sozusagen, in der ich mich bewege. Und da gibt es auch eine entsprechende Norm, die IEC 60938-2, die also dann die entsprechenden minimalen Luft- und Kriegsstrecken festlegt, abhängig von der Arbeitsspannung. Und danach muss das Bauteil designt werden. Wir machen dann einen sogenannten Stresstest im Labor. Das heißt, hier werden also mehrere Bauteile der gleichen Artikelnummer in eine Reihe geschaltet. Also nicht in eine Reihe, sondern parallel geschaltet. Aber halt mehrere hier in eine Reihe. Und dann wird also erstmal vorher werden also Parameter gemessen, wie die Hauptintensität, der Wicklungswiderstand und der Isolationswiderstand oder Isolationsspannung. Und dann wird sozusagen dann hier in diese Kontakte über eine Stunde die Nennspannung angelegt. Der Strom wird aufgezeichnet. Also wenn es irgendwie Überschläge geben sollte oder Teilentladung, dann wird das detektiert werden. Und das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, nach dieser einen Stunde wird dann, wenn die Parameter wieder gemessen, die vorher gemessen wurden, und da darf es keine Abweichung geben zwischen den Werten. Ja, und der letzte Parameter, der auch im Datenblatt dann also in der Tabelle vorhanden ist, ist die Isolationstestspannung. Das heißt, abhängig auch wieder von der Nennspannung, bzw. von der Arbeitsspannung der Applikation, ist die Testspannung immer um einen bestimmten Faktor höher als die Nennspannung. In diesem Fall also für 67 Volt Nennspannung hätten wir also hier 3000 Volt effektiv als Testspannungsamplitude, die auch mit einer Frequenz von 50 Hertz, wie hier angegeben, über eine Zeit von 2 Sekunden an das Bauteil angelegt wird und es darf ein maximaler Kriegsstrom von 5 mA fließen innerhalb dieser 2 Sekunden. Entschuldigung, nach diesen 2 Sekunden. Das legen hier verschiedenste Normen fest, wie das Ganze zu testen ist. Und es gibt dann entsprechend ja verschiedene Definitionen, zum Beispiel 5 mA dürfen fließen, also für maximal 2 Sekunden oder 3 mA nach 5 Sekunden. Da gibt es also unterschiedliche Definitionen. Hier sieht man den Messaufbau dazu mit diesem Hochspannungsprüfgerät links und rechts den ja, Elektroden, wo die Hochspannung dann auf das Bauteil appliziert wird. Kommen wir nun noch zu weiteren Parametern, die auch bei den Bauteilen eine Rolle spielen, auch gemessen werden. Das sind diese Streuparameter. Und die Streuparameter sind ja universelle Parameter. Sie werden zwar, weil sich das so durchgesetzt hat, im 50-Ohm-System gemessen, aber mit modernen Netzwerkanalysatoren kann man also auch hier schon noch erweiterte Messungen durchführen. Das heißt, ich kann mit Hilfe der Streuparameter dann direkt auch die Gleichtakt- und Gegentaktparameter, wie zum Beispiel die Dämpfung im 50-Ohm-System oder auch die Impedanz aus diesen Streuparametern ableiten. Bei einer Einphasendrossel brauche ich also, dass sie ja 4 Anschlüsse hat, dann mindestens einen 4-Port-Netzwerkanalysator. Das heißt, jeder dieser 4 Ports hier ist auf eine bestimmte Masse, 0 Volt Potenzial bezogen.
und hat also eine Portimpedanz von 50 Ohm typischerweise. Ja, und diese Messgeräte können also dann intern die Ports, zum Beispiel hier Port 1 und Port 3, zusammenschalten und dann eine Gleichtakt- oder eine Gegentaktanregung realisieren. Und dann ja direkt auch schon diese Parameter darstellen, die hier unten aufgeführt sind. Also ich habe hier einmal die gesamte Matrix hier zwischen den reflektierten Größen und den Eingangsgrößen A hier dargestellt. Das heißt, man hat also reine Gegentaktanregung und Gegentakt Messparameter. Das wäre dann das SDD. Natürlich dann aufgrund von 4-Port haben wir dann entsprechend 4 Parameter. 2 Reflexionsfaktoren, 2 Transmissionsfaktoren. Das gleiche dann für Gegentakt, das sind die SCC-Parameter. Und dann gibt es noch diese Moden-Umwandlungsparameter oder Mode-Conversion-Parameter, SDC und SCD. Das sind die hier auf der Nebendiagonale. Also die sind ein Zeichen dafür, wie symmetrisch ist das Bauteil aufgebaut. Wie viel der Gleichtaktanregung wurde in Gegentakt umgewandelt und umgekehrt. Jetzt mal eine Testplatine, wie sie typischerweise aussieht. Erstmal für eine kleine Datenleitungsdrossel, CNSA-Serie, die hier in der Mitte dann auf das Testboard gelötet wird. Hier haben wir die auf 50 Ohm getrimmten Mikrostreifenleitungen als Zuführung. Auch hier mit dem geschwungenen, also ohne Winkel, um da keine Impedanzsprünge zu realisieren. Ja, und das Ganze dann mit den SMA-Konnektoren hier und das Ganze am Netzwerkseite angeschlossen. Die Testplatine wurde rauskalibriert im Vorfeld. Das heißt, die Anschlüsse der Leiterbahn hier bis zum Bauteil hin dann heran wird herauskalibriert. Und dann hat man die Steuerparameter nur für das Bauteil, was sich in der Mitte befindet. Ja, und von diesen Steuerparametern kann ich dann weitere Größen ableiten oder zuerst berechnen. Und das sind als erstes mal die Dämpfung genannt oder die Einfügedämpfung, Insertion Loss auf Englisch, was ich also hier mit A bezeichnet habe. Und das kann ich dann getrennt nach Gleichtakt und Gegentakt machen. Ja, für die Gleichtaktdämpfung braucht man den Gleichtakt-S-Parameter, SCC, als Transmissionsfaktor, 2,1. Ja, wenn ich das Ganze logarithmisch darstelle in Dezibelmaßstab, dann geschieht das mit Hilfe dieser Formel, mit dieser Umrechnung. Und für Gegentakt entsprechend brauche ich den Gegentaktstreuparameter. Natürlich ist das Ganze komplex. Wenn ich schon den Netzwerkorganisator verwende, dann habe ich natürlich die volle Information aus Betrag und Phase und kann das Ganze dann auch komplex verwenden als komplexe Zahl. Wichtig ist zu beachten, wenn man diese Größen dann sich anschaut, dass die Referenzimpedanz dann nicht mehr 50 Ohm ist, sondern unterschiedlich, also je nach Anregungsart. Bei Gleichtakt sind es dann 250 Ohm parallel, also in Summe 25 Ohm. Und bei Gegentaktanregung sind 250 Ohm in Reihe, also 100 Ohm als Referenz. Das muss man immer im Hinterkopf haben, dass sich die Referenzimpedanz dort ändert. Ja, und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Jetzt wieder für diese Hochvolt-Ringkerndrossel dargestellt. Also hier haben wir in Blau die die Gleichtakt-Einfügedämpfung in Dezibel skaliert mit dem typischen Eigenresonanzpunkt hier bei zwischen 400 und 500 Kilohertz. Dann wirkt das Bauteil aufgrund seiner parasitären Kapazitäten hier zunehmend kapazitiv, bis ich dann in den nächsten Resonanzpunkt komme und so setze ich das dann fort zu höheren Frequenzen. Hier das Ganze mal bis 1 GHz betrachtet. Genau, und für diesen Verlauf hier vorne ist also die Hauptinduktivität verantwortlich. Die Steuerinduktivität führt zur Gegentaktdämpfung, hier in Orange dargestellt. Ja, bei tiefen Frequenzen ist das also nahezu noch nicht wirksam. Da wirkt also praktisch nur der Wicklungswiderstand dämpfend. Dann aber zunehmend die Steuerinduktivität und man findet dann hier diesen Anstieg, aber halt wesentlich später der Resonanzpunkt bei höheren Frequenzen. Oder mit wesentlich kleineren Dämpfungswerten in Dezibel, eben aufgrund der wesentlich kleineren Steuerintensität im Vergleich zur Hauptintensität. Ja, dann noch der letzte Parameter, der auch mit den Datenblättern angegeben wird.
Das ist die Impedanz, der Impedanzverlauf über der Frequenz. Auch hier nutzt man die Streuparameter, die man zuvor ermittelt hat mit dem Netzwerkanalysator und rechnet diese erstmal über einen Zwischenschritt von einer Kettenparametermatrix in Impedanzen um. Das haben wir hier mal gemacht. Recht komplexe Formel. Ich brauche also alle dieser vier Parameter, wieder getrennt Gegentakt und Gleichtakt, und muss das Ganze dann noch mit 100 Ohm multiplizieren, also der Referenzimpedanz für die Gegentaktanregung. Und das ergibt dann die Impedanz in Ohm. Bei Gleichtakt ist es dann die 25 Ohm als Faktor. Und wie sieht das dann aus? Auch das wieder für dieses Beispiel hier dargestellt. Man kann sagen, also prinzipiell ist der Verlauf, zumindest der Resonanzpunkte, der bei dem Impedanzverlauf identisch zu dem im Dämpfungsverlauf. Also da gibt es also keine Abweichung, keine Verschiebung. Nur halt die Werte sind eben anders skaliert. Hier haben wir jetzt dann die Werte in Ohm, auch noch logarithmisch skaliert, typischerweise. Ja, und hier hat man entsprechend diese Werte und die kann man auch verwenden, zum Beispiel, wenn es die Streuintensität des Bauteils nicht bekannt ist, wenn sie nicht explizit angegeben ist, dann kann ich also hier diese orange Kurve hernehmen, die Gegentaktimpedanz. Und mir in diesem Bereich, wo sie hier so linear ansteigt, eine Frequenz raussuchen, zum Beispiel hier diesen Punkt, den Wert ablesen, das sind also knapp etwas über 100 Ohm, ja, und würde dann praktisch hier rüber dann die Streuintensität berechnen können. Und wie das genau geht, zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Wir haben uns mal als Beispiel zwei Datenleitungsdrosseln, die gleiche Hauptintensität haben, also von 51 Mikrohenry, aber unterschiedliche Wicklungsarten. Links sieht man die bifilare Variante, rechts die sektionale Variante. Wenn ich mir von den beiden Bauteilen dann die Impedanzverläufe anschaue, also hier die Gleichtaktimpedanz, da liegen also fast deckungsgleich, weil sie auch die gleiche Aktivität haben. Aber bei der Gegentaktimpedanz sieht man deutliche Unterschiede. Hier die 16er Variante, da beginnt also die Impedanz schon wesentlich früher, also bei tieferen Frequenzen zu steigen, während bei der bifilaren Variante das erst bei höheren Frequenzen der Fall ist und dann auch nicht so stark. Ja. Und hier zum Beispiel kann man jetzt sich zum Beispiel bei 1 MHz diese Punkte raussuchen. Ja, die Werte ablesen aus dem Diagramm und dann das in die Formel einsetzen. Das ist also praktisch immer ganz einfach, die Impedanz im Zähler einzusetzen und im Nenner steht dann nur 2 Pi mal der Frequenz, wo ich diesen Wert abgelesen habe. Also in diesem Fall 1 MHz. Ja, also bei Gleichtakt, kurz zurück. Das sind die 300 Ohm. Könnte ich also hier zurückrechnen auf die Hauptintensität. Also sieht man schon, das ist knapp 48 Mikrohenry. Ja, 51 Mikrohenry plus minus 30% oder 20%, was das Bauteil hat. Das liegt also innerhalb der Toleranzbereich. Und für die Gegentakt, in diesem Fall die Streuintensität, brauche ich die Gegentaktimpedanz. Hier bei der sektionalen Variante sieht man schon, das sind also hier über 3 Mikrohenry Streuintensität. Und bei der bifilaren Variante sind wir also im unteren Nanohenry-Bereich, also bei etwas knapp über 100 Nanohenry. Gleiches Bauteil, gleiche Bauform, unterschiedliche Wicklungsart, unterschiedliche Streuintensität. Ja, damit bin ich auch mit meinen Ausführungen am Ende und ja, freue mich auf Ihre Fragen. So, vielen Dank, Steffen, für deine interessante Präsentation. Ja, wie du es schon gesagt hast, möchten wir uns nun Ihren Fragen widmen. Dazu wechsle ich jetzt gerade noch mal schnell auf meinen Bildschirm. Wie vorher angesprochen, können Sie uns die Fragen mit Hilfe der Chat-Funktion stellen. Mündlich können Sie uns leider keine Fragen stellen, aber eben mit der Chat-Funktion können Sie uns die Fragen jetzt zusenden. Ja, und dann sehe ich hier auch schon die erste Frage. Steffen, so jetzt aber. So, Steffen, gibt es einen Sättigungseffekt bei Gleichtaktdrosseln? Ja, der gibt es. Wie bei jedem Ferritmaterial und bei jedem Kern aus Ferritmaterial
der keinen Luftspalt hat, habe ich natürlich auch hier einen Sättigungseffekt. Wenn der Strom zu groß wird und also praktisch auch nicht kompensiert wird innerhalb der Wicklung oder zwischen den Wicklungen, das ist natürlich üblicherweise nicht der Fall, wenn ich jetzt das Bauteil so einsetze und verschalte, wie es üblicherweise gedacht ist. Das heißt, eine Wicklung für den Hinfahrt und eine Wicklung für den Rückfahrt bei einer Einphasendrossel, dann habe ich eine Kompensation des Nutzsignalstromes und damit also auch keinen Sättigungseffekt. Aber wenn die Störstromamplitude, also was ja ein Gleichtaktstörstrom ist, wenn die zu groß ist und der Kernquerschnitt zu klein, dann kann es schon zu einem Sättigungseffekt kommen. Also das ist dann abhängig wirklich von der Größe des Kerns, natürlich aber auch von Ferritmaterial. Das sind also die Materialien mit hoher Permeabilität besonders gefährdet, dass sie in Sättigung gehen können. Es muss auch nicht eine hundertprozentige Sättigung sein, das kann also eine partielle oder Teilsättigung sein. Aber man hat auf jeden Fall einen Verlust der Induktivität. Genau, genau. Also hier sieht man das auch ganz gut auf dieser Folie. Da habe ich das mal gemessen, wie stark ist denn dieser Induktivitätsabfall über dem Strom. Also das ist hier mal bis maximal 1 Ampere gemessen. Das sind also alles Netzspannungsdrosseln, die hier vermessen wurden, unterschiedlicher Induktivität. Und ja, da sieht man also gerade bei diesem nanokristallinen Material, das ist diese gelbe Kurve mit sehr hoher Permeabilität, da ist also dann der Abfall schon bei wenigen Milliampere. Ja, also es geht bei 0 los, da gibt es also kein Plateau. Und das fängt also bei 0 Ampere an und geht dann sukzessive nach unten. Ja, und da hat man entsprechend schon hier nur noch ganz, ganz wenig Induktivität. Das ist auch noch logarithmisch skaliert. Also der Effekt ist also noch wesentlich dramatischer als hier dargestellt. Und damit habe ich also auch keine Filterwirkung mehr. Dann. Das muss man also beachten. Also wenn man jetzt gerade bei größeren Anlagen, die mit ausgedehnten Kabelbäumen, langen Kabeln, die in also bei zum Beispiel bei Inverter gesteuerten Motoren, da über größere Distanzen, über Meterdistanzen in Kabelschichten liegen, wo eine sehr hohe Koppelkapazität zur Erde vorliegt, dann kann also hier schon mal ganz schnell das Ganze sich in dem 100er Milliampere bis sogar im Ampere-Bereich bewegen. Ja, das ist das mal ein Berechnungsbeispiel, ja, also eine reine 100 Picofarad Koppelkapazität zur Erde und ja, vielleicht eine Anstiegsflanke von dem IGBT, der hier also 10 kV pro Mikrosekunde schafft, dann sind wir ja schnell mal bei einem Gleichtaktstörung von 1 Ampere in Amplitude. Und das kann natürlich dann, das führt dann zu einer Sättigung des Kerns. Alles klar. Vielen Dank dir für die Antwort. Ja, dann sehe ich hier auch die nächste Frage. Ich hoffe, ich lese sie richtig vor. Können die aktuellen Vorgaben kurzzeitig überschritten werden, wenn der Stromwert überwacht wird? Ja, das ist möglich. Besser wäre es, wenn die Temperatur an dem Bauteil auch noch überwacht werden würde, also speziell an der Wicklung, weil da ist wirklich der kritische Punkt. Der Kern gibt also immer noch eine Wärmekopplung zum Kern. Das dauert immer ein bisschen länger, bis sich der erhitzt und da ist auch unkritisch. Den kann man also auch erwärmen bis hin zu seiner Curie-Temperatur, dann würde also auch die Permeabilität verlieren. Aber das ist weit oberhalb des Betriebstemperaturbereiches von dem Bauteil. Also ja, es geht. Alles klar. Super, Steffen, vielen Dank für die Antwort. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist jetzt für jetzt auch die letzte Frage, die ich gerade sehe. Wie kann man Gleichtaktdrosseln in SPICE modellieren? Ja, im einfachsten Fall mit den SPICE-Bibliotheken, also für PSPICE und LTSPICE, die wir auf unserer Homepage bei den entsprechenden Produkten anbieten. Da sind also praktisch dann ja schon auf Rollparametern basierende Modelle hinterlegt und Sie können sie dann direkt in das LTSPICE-Tool einbinden oder das PSPICE und müssen das also nicht nochmal explizit modellieren, um dann eine Kopplung von Induktivitäten zu modellieren, wo Sie den Koppelfaktor nicht kennen. Zum Beispiel, das steckt da alles schon mit drin. Das können Sie also verwenden, neben den anderen Bauteilen, die wir auch dort in dem Tool mit schon integriert haben. Alles klar. Super. Ja, damit sind wir jetzt nun auch schon am Ende unseres Webinars angelangt.
Falls jetzt noch Fragen offen sind, also ich sehe gerade keine Fragen mehr, aber falls noch Fragen im Nachgang offen sind, können Sie uns diese auch gerne an unsere E-Mail-Adresse senden, isos-webinar@be-online.com. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Ihnen unser Webinar gefallen hat. Auch nochmal einen großen Dank an dich, Steffen, für deine Zeit heute. Dann hoffe ich, dass wir uns bei unserem nächsten Webinar wieder sehen werden oder hören werden. Genau. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Bis bald.